Hallo und dann herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Jurassic World Revelations. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und wie ihr es ja eigentlich schon oben seht, bin ich wieder alleine auf dem Sofa. Letztens hatten wir es ja geschafft, haben wir zumindest ein kleines Stück Haus fertiggestellt, beziehungsweise unten die Wohnfläche fertiggestellt. Von unserem ersten Haus. Und naja, ich bin eben halt gerade am Überlegen, ob wir eben halt das Haus jetzt weiterbauen. Ne? Also mit Gravel ist es eben halt noch zugemacht, weil ansonsten. Illusion Creeper WTF. Die machen gar nicht. Okay. So, hier bin ich eben halt am Überlegen, ob ich hier so eine Art Treppe hochbaue. Aber das geht eigentlich auch nicht, ne? Weil das wäre dann so, so, so und geht nicht wegen Fenster. Na, Mann. Irgendwie mit man ja doch in einen anderen Stock hochkommen. Aber da kann. Moment. So, danke. So, zumindest kann man ja aber schon den Decken, die Decke reinsetzen. Na komm. So. Damit es zumindest schon ein bisschen wohnlicher aussieht. Huch. Was bringt, ist eben halt auch noch fraglich. Ich habe kaum noch ernsthaft. Okay. Home. Ja, das Zeug ist nicht mitgekommen. Wie geil ist denn das? Wieso habe ich einen Wassereimer eigentlich einstecken? Kann man das mal verraten? Du gehst raus, 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 du gehst raus. Und dann machen wir eben halt noch ein paar mehr von denen. Du. Natürlich wird der Teleporter dann weggebaut, ne? Also so ist es nicht, der verschwindet dann spurlos. Da eigentlich auch weglassen. So, eine Art Abstellkappe. Ja, das geht eigentlich. Ja, das ist. Gar nicht mehr so. Ja, stimmt. Ich habe mal eine eigenständige Idee gehabt. Oh. So, was kommt eigentlich bei mir auch sehr, sehr selten vor, ne? Du fliegst mal kurz weg. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert mit dem Hochlaufen. Ja. Geht ohne Probleme. Freue ich mich. Aber eigentlich wollte ich ja da so eine Art Ecke drin haben. Macht man die kleiner mal. So. Machen wir noch hier noch eine Fackel hin. Ah, stimmt, jetzt will ich schon, das bei mir ab und zu mal leckt wegen der Fackel.
Stimmt. Ganz vergessen. So, das da. Das Dach. Wir machen das am besten. Ich wollte eigentlich, bei dem Haus wollte ich eigentlich ein Spitzdach drauf machen. Ich bin gerade im Überlegen. So sehen die aus. Probieren. Einfach mal probieren. So, 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 so. So. Halt. So, so. Ja, das könnte sogar klappen. Und du kommst doch weg. Muss aber noch so, dass es eben halt so, nee, so nicht. Und so. Hier drüben genauso. Oh Gott, das wird kompliziert. Ich glaube, dafür brauche ich jetzt die ganz restliche Folge. Weil ich bin hier eigentlich noch am rumüberlegen. Wie das eigentlich am besten aussieht. Zwei Euro noch, genau. So, machen wir es eben halt so. Na. Hier noch eins drauf und dann kommt das Dach drauf. Genau. Uiuiui, das ist schon ein bisschen komplizierter, als ich dachte. Ohne Scheiß. Wozu kann man ja umsonst Gerüste bauen, ne? Gut. Von dem Dark Oakwood habe ich noch ein bisschen was. Das ist schön. So. Verdammt.
Stiller ist er gerade geworden, ich weiß. Ich bin eben halt noch gerade noch am Rumexperimentieren. Oh. Könnte sogar mir gefallen, würde ich sogar einziehen. Mit nur dementsprechenden Inhaltleitung, ne? So, du kommst jetzt mal radikal hier weg. Da. 1, 2, da. Ich glaube noch eins so. So. So geht's auch. Naja, dann später mal von außen gucken. Ich laufe jetzt aber erstmal nicht. Wie schon gesagt, ich will jetzt eigentlich fertig werden mit der Bude hier. Ne, damit es ein bisschen vorangeht heute zumindest. Weil ich wenigstens ein Haus fertig haben. Und ne, die ganze Zeit nur rumgammeln, auf Deutsch gesagt. Ja, es ist eben halt nicht alles so einfach, wie man sich so denkt, ne? Alles nicht so einfach. Vor allem, weil das ja große Blöcke sind, die eben halt, hier habe ich gerade noch sogar noch eine Idee. Ha! Wo man eben halt ein bisschen in größeren Dimensionen denken muss, anstatt sie zum Beispiel bei Lego. Deswegen alles eben halt schon ein bisschen komplizierter hier. Den machen wir mal Wehen. Hätte ich es nie gemacht. Wow. Das war jetzt absoluter Bullshit. Aber absoluter, ohne Scheiß. Ach, bin ich ein Depp. So. Facepalm Deluxe, Alter. Boah, ich hab's so ewig gebraucht für das Scheißdach. Jetzt muss ich die ganze Scheiße wieder aufbauen. Nur weil ich zu bekloppt bin. Ach nee. Gott sei Dank hat er mir das ganze Haus weggejagt. Ne? Das wäre, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer gewesen. Ja, was? What? Okay. Habe ich vor uns nicht gesehen. Kann ich irgendwo zum Glück reden, dass keiner von mir einen Jahresrückblick oder so macht, weil das wäre jetzt echt ein krasser Fail-Moment, also Facepalm-Moment. So ein Best-of, so hieß das genau. Kann ich echt zum Glück reden. Und so einen Kanal werde ich auch nicht erstellen. Nö.
stimmt das? Das war doch richtig Idiot. Oh. So. Dann kommt das unten wieder weg. Ich weiß, wir sind eigentlich schon wieder über der Zeit, aber das ist jetzt auch egal. Ich will das Haus zumindest fertig haben und hier keine Ruine hinterlassen. Und das ist halt ein Muss. Und das ist bei mir jetzt schon doch wichtig. So. Drüben im Endeffekt auch wieder das Gleiche. So, dann geht es eine Etage weiter raus. Theoretisch muss das muss jetzt so ran, ne? Also muss eine Etage weiter runter und dann so. Richtig? Richtig. So. Und dann muss es eben halt so. Den habe ich diesmal ausgestellt, ne, damit das nicht nochmal passiert. Ansonsten sind wir ja eigentlich jetzt gleich so gut wie fertig mit der Bude. So, und jetzt mache ich es eben mal ganz anders. Ich setze jetzt einfach Steine hin, damit ich auch weiß, was ich wegmachen kann und was nie. Hups, und hier oben hin noch. So. Und da oben hin. Ich muss aber nochmal raus hier, ne? Also, so viel Zeit muss sein. Danke. So, und jetzt kommt eben halt hier oben drauf. In Anführungsstrichen die Dachziegel, und nächste Folge machen wir es eben halt so, dass wir hier das Haus eben halt noch ein bisschen verschönern. Ich habe da auch schon wieder eine Idee, also da gibt es gar nicht, wie schnell bei mir eigentlich manchmal die Ideen echt hervorschießen. Aber wie schon gesagt, das sieht man nächste Folge. Diese definitiv nicht mehr, weil ich... irgendwo auch froh bin, dass ich jetzt erstmal so einigermaßen mit dem Haus fertig bin. Ja, außer eben halt ja noch die Schönheitsoperation. Zack. So. Na, das habe ich mir jetzt gedacht. Gut, muss die Treppe hier eben halt weg. Und mit den letzten Schlägen hier verabschiede ich mich für euch für heute. Ich hoffe, das war nicht allzu sehr Facepalm heute, ohne Witz. Aber die Facepalm-Geschichte geht gerade weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zusehen. Ich mache das hier dann nochmal schnell offscreen fertig. Wünsche euch natürlich wie immer noch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei hier bei Jurassic World, beziehungsweise erstmal hier im mittelalterlichen Dorf. Und da werden mir noch viele Ideen kommen. Bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.